Ja, auf dem roten Sofa ist jetzt nicht nur die Slam-Poetin Lara Stohl, da ist die Musik-Band-Leaderin Lara Stohl, da ist die Kolumnistin Lara Stohl, da ist die Filmemacherin Lara Stohl. Lara Stohl, wenn irgendjemand die Bezeichnung Universalgenie verdient hätte, dann glaub du. Wieso hast du dich eigentlich noch nie konzentriert auf etwas? Jetzt habe ich wahrscheinlich genau so einen roten Kopf wie das Sofa und den Pulli und den Teppich. Und man sieht mich gar nicht mehr von lauter Camouflage. Ja, es ist... Ich muss das alles machen, weil sonst geht es mir nicht gut. Ich mache das, um mich psychisch gesund zu halten. Es ist einfach nur... Ich bin ja lang... Halt, habe ich nur von Auftritt gelebt oder vom Schreiben. Und irgendwie... Wenn du dann anstehst, nachher bist du dem so ausgeliefert, oder? Und jetzt kann ich halt, okay, wenn ich irgendwie nicht weiterkomme, dann arbeite ich halt am Filmprojekt weiter oder dann arbeite ich halt am Musikprojekt weiter und man ist das eigentlich dann in ständiger Produktion. Und dann kommt man gar nicht dazu, um sich irgendwie aufregen, weil es nicht für sie geht. Eben, und die eine Produktion, die läuft jetzt auf Hochtouren, glaube ich, auch mittlerweile. Ihr habt vor, einen eigenen Tatort zu produzieren. Ich glaube, wir sind so etwa im ähnlichen Alter. Wir gehören nicht zu der Stammkundschaft von den Tatort-Zuschauern. Wie sind wir überhaupt darauf gekommen, einen Tatort neu zu inszenieren und vor allem auf eure Art? Die Idee ist eigentlich schon sehr lang rum. Und immer wieder auftaucht jetzt bei unserem Kollektiv, Bild mit Ton heisst das Kollektiv, wo wir so Serien und Filmformate produzieren, die so ein bisschen freaky sind. Und, so ein bisschen, bisschen. Ja. Und das haben wir wieder ausgegraben und gefunden, komm, jetzt machen wir das als nächstes, weil wir auch etwas mit dem Patrick Frey unbedingt haben wollen machen und er jetzt auch gerade Zeit hat, wobei so viel Zeit hat er jetzt im Endeffekt doch auch wieder nicht, aber wir krallen uns so all seine freien Tage und machen das mit ihm. Also es ist auch ein Tatort mit einem grossen Augenzwinkern. Wir tun einfach das Intro und das Outro vorne und hinten an und es gibt auch keinen Mordfall, sondern ein Erdbeergumpfi wird geklaut. Der Tatort heisst, wer hat die Konfitüre geklaut. Und eigentlich basiert der ganze Plot auf einem Kasperli-Theaterstück und der Patrick ist quasi der Kasperli, der muss herausfinden, wer die Gumpfi geklaut hat. Ja. Wann habt ihr ihn gehabt? In dem Moment, wo du gesagt hast, der Tatort, der handelt sich darum, dass man eine Gumpfi klaut? Oder habt ihr einfach im Voran so können sagen, hey Walter, hast du Bock zu mitmachen? Nein, wir kennen uns schon lange, der Patrick und ich. Und wir haben schon mal, als ich noch im Filmstudieren war, ein Projekt zusammen gemacht. Und wir haben uns einfach immer mega mögen. Und dann war auch klar, dass er auch mitmacht. Und er hat auch wahnsinnig Lust, so mit jungen Leuten etwas zu machen. Weil er, glaube ich, sonst einfach auch sehr in seinen Theaterproduktionen festhockt und dass er mal vielleicht auch dort wieder ein bisschen rauskommt. Das gefällt ihm recht, ja. Jetzt habt ihr das letzte Filmprojekt, das ihr durchgezogen habt, da war Persiflage auf 127 Hours. Es hat geheißen, das Höllentor von Zürich. Ich glaube, ihr habt selber nicht damit gerechnet, mit dem Erfolg, mit der Aufmerksamkeit, die Produktion schlussendlich bekommen hat. Aber die ist, glaube ich, wirklich verdient gewesen, zumindest wenn man schaut, was du alles für Leidenschaft eingeleitet hast in die Zeit, wo du das Ganze aufgenommen hast. Wenn du dich jetzt zurückerinnerst an die ganze Aufnahmezeit, an die Produktionszeit von Höllentor von Zürich, was ist so das, was dich am meisten jetzt noch verfolgt bis heute noch? Ich kann es eigentlich relativ gut verarbeitet, muss ich sagen. Ich hocke ja dort in der Badwanne und versuche mich zu befreien. Ich bade immer noch sehr gern. Ich arbeite wieder mit meinem Partner zusammen, wo ich den Film dort auch gedreht habe, mit dem Cyril. Und ich merke einfach, manchmal jetzt auch in dieser aktuellen Produktion, man reibt sich halt schneller aneinander auf. Oder dann kommt man oft jetzt, wenn wir irgendein Problem haben beim Drehen, dann erinnere ich mich so, wie wir halt dort aber gestritten haben. Das ist echt furchtbar. He? Ja, aber das ist auch alles. Also wir verträgen uns auch sehr schnell wieder, zum Glück. Sehr gut. Und damit wir uns jetzt auch wieder ein bisschen verträgen, brauchen wir noch ein bisschen Musik für uns beide. Was hast du dir eigentlich ausgesucht vom Radio Monot? Was soll ich spielen? Ja, ich bin vorher ganz kurz gefragt worden. Ich habe mich für Neil Young entschieden. Heart of Gold, weil es einfach ein wunderschöner Song ist. Ja, passt gut in Herbst.
Und den geniessen wir jetzt. Heart of Gold, Neil Young. Immer wieder haben wir prominente Gäste auf unserem roten Sofa. Im Moment sitzen dort gerade Slam-Poetin Lara Stolz zusammen mit dem Sebastian Babic und noch einem kleineren Kandidat. Ja, wir haben einen zweiten Stargast am heutigen Abend da, nämlich ganz, ganz kurzfristig da vorbeikommt, Lou. Nochmal einen grossen Applaus für die Lou, für alle, die da sind. Bitte für unseren Stargast hier in der Mitte. Lou, das ist eine ganz junge Dame. Wie alt bist du etwa? Was sagt der Papi? 2 Jahre alt ist sie. Lou ist 2 Jahre alt und ist mit uns jetzt hier auf dem roten Sofa. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir eigentlich stehen. Ja, gell? Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind jetzt im Interview überhaupt. 127 Hours sind wir gewesen. Ihr habt mit Höllentor von Zürich eine riesige Kinotour gehabt. Ihr seid eigentlich überall gewesen, in jedem alternativen Kino, wo man sich vorstellen kann. Ich glaube, so ist das gar nicht geplant gewesen. Ihr habt eigentlich will anders haben, oder? Ja, also wir haben den Film eigentlich einfach angeboten, allen, die ihn möchten, ausstrahlen oder irgendwie zeigen, ob das jetzt Offspaces sind oder richtige Kinos. Wir haben durch das halt einfach auch jedes Mal müssen mitgehen, was ein bisschen streng war. Ich habe mir irgendwie, ja, wenn man halt so Auftritte hat und dann musst du plötzlich noch jedes Mal deinen eigenen Film schauen, den du irgendwann echt nicht mehr magst sehen. Und ja, das ist dann, aber mein Gott, also ich beklage mich jetzt da auf höherem Niveau. Ist ja mega schön, dass er an vielen Orten gezeigt worden ist. Jetzt gibt es ja immer so die urbane Legende, dass so die Produzenten von so Filmen sich irgendwo einschleichen ins Kino und dann selber schauen, wie dann die Leute überhaupt reagieren. Am Anfang ist das bei dir auch passiert. Da hast du dich mal eingeschlichen, um zu schauen, wie die Leute reagieren. Nein, also am Anfang haben wir manchmal schon noch, also haben wir schon auch noch geschaut, um zu schauen, wie kommt der Film überhaupt an, funktioniert und wie ist die Stimmung. Aber ja, irgendwann magst du das Zeug nicht mehr schauen. Ich hatte dich vorhin kurz als Universalgenie eigentlich eingeführt überhaupt. Ich weiß, das passt da jetzt nicht, aber trotzdem, es ist ja so. Und der nächste Punkt, den ich dich frage, der gehört auch dazu. Du hast ein Album bald wieder, das rauskommt, nämlich als dein alter Ego, Stefanie Stauffacher. Erzähl mehr. Ja, es kommt ein Album raus. Wir haben jetzt das Mastering fertig von unseren Songs, machen ein Vinyl-Album und auch ein digitales. Stefanie Stauffacher ist, das ist ein Kollege und ich, die aus einer Punk-Band rausgekommen sind, die wir hatten. Es ist so Wave, Goth, Techno und ich mache so Spoken-Wordings-Zeugs dazu und sehr lese. Und ich hoffe, dass das Anfangsjahr dann irgendwie draußen ist. Mhm. Ja. Und jetzt bist du ja immer sehr, sehr viel unterwegs. Unter anderem jetzt auch diese Woche. Du kommst mehr oder weniger frisch von den deutschsprachigen Slam-Meisterschaften in Berlin. Wie war es? Also die findet erst jetzt statt. Ich bin einfach an der Eröffnungsgala und habe wieder müssen gehen. Also es war eigentlich super gewesen. Die machen ja auch das Finale im Tempodrom und es ist ausverkauft. 3.300 Leute, das muss man sich mal vorstellen. In Berlin ist es wirklich total im Mainstream angekommen und dort hast du jeden Tag einen Poetry Slam, wo voll ist, oder? Das ist brutal. Ja, ich weiss jetzt nicht, es ist sicher eine gute Stimmung, ich kann leider nicht gehen, ich musste diese Woche drehen, auch im neuen Film, aus dem Tatort, ja. Und muss am Wochenende auf Leipzig, an einem schrecklichen Ort, wo Lachmesse heisst, auftreten und ja. Lachmesse, schrecklicher Ort, erzähl mir bitte. Ja, ich habe dann gesagt, ich will nicht auftreten an einem Ort, wo Lachmesse heisst. Aber sie haben dann doch relativ viel Geld geboten und jetzt muss ich es halt machen. Du würdest das auch machen, gell, Lou? Ja, das wirst du auch machen. Jetzt bist du dafür an der Herbstmesse. Danke vielmals, Lara Stuhl, dass du da gewesen bist. Lou, danke auch dir ganz herzlich, dass du uns da unterstützt hast bei dem Interview. Das ist so eine lebendige Deko. Perfekt. Genau, perfekt. Nochmal einen grossen Applaus für meine beiden Gäste auf dem Sofa. Lara Stuhl und Lou!